Wir transportieren den Karlschrein ins Oktogon. Er hat 800-jähriges Jubiläum. 1215 war er ja ursprünglich da aufgestellt, da gab es die Chorhalle noch nicht. Und das ist schon eine besondere Gelegenheit, eine besondere Aktion. Ja, der Transportwagen hat eigentlich vier Füße, oder vier Fußpaare, muss man sagen. Und ja, diese vier Fußpaare kann man halt immer wieder herunterlassen, anders belasten. Und somit kann man praktisch, wenn das erste Fußpaar über die Stufe rüberfährt, haben die anderen drei Füße die Belastung. Und dann lässt man, wenn man über die Stufe rüber ist, das erste Fußpaar runter, nimmt da die Belastung auf und so kommt dann ein Fußpaar hinter dem anderen, bis das letzte auch wieder die Stufe überwunden hat. Und dann ist der Karlschrein in der Waage mit dem Transportwagen zwei Stufen nach unten gewandert. Das Oktogon ist der authentische Ort, der Karl seinen Ursprung verdankt. Und wir möchten, dass die Gebeine Karls des Großen an diesen fünf Tagen genau an diesem Ort sind, wo sie ja immerhin 199 Jahre auch in diesem Schrein gestanden haben, nämlich von 1215 bis 1414, ehe die Chorhalle dann eingeweiht werden konnte. Die Vitrine hier, die wir hier sehen, ist nicht neu, sie ist alt. Von Februar 97 bis November 1998 hat sie schon mal hier gestanden mit dem Karlschrein. Als die Chorhalle komplett saniert worden ist, hat er schon mal diesen Platz hier eingenommen. Die Vitrine hat dann die Pfarre Franziska von Aachen übernommen und wir durften uns die jetzt mit dieser besonderen Gelegenheit dann wieder nochmal ausleihen, sodass er hier auch wieder sehr geschützt natürlich in seiner Vitrine stehen kann. Ich habe noch ein Foto gesehen, 1988 nach der Sicherung und damit auch Fertigstellung der Restaurierung des Schreins, dann die Gebeine Karls des Großen wieder in den Schrein überführt wurden und dann die beiden Tücher, der Hasenstoff und der Elefantenstoff, wieder in den Schrein gekommen sind. Ich finde es bewegend, weil hier noch ein Stück Geschichte auch sichtbar wird. Ja, hier in der Chorhalle steht er eigentlich sehr hoch und im Oktogon haben wir ihn jetzt wesentlich niedriger aufgestellt. Man kann die Dachreliefs wesentlich besser sehen, alles auch ganz nah aus der Nähe betrachten. Und es gibt natürlich auch Führungen während der fünf Tage, wo man alles genau nochmal erklärt kriegt von unseren Domführern, die Könige, die Dachreliefs, was sieht man da. Also man ist Karl so nah wie nie.